Hallo und willkommen. Ich habe heute oder die letzten Tage tiefer in die Tasche gegriffen und habe mir ein Mikroskop gekauft, ein Dunkelfeldmikroskop. Ich möchte auch mein Blut anschauen können, schön, die roten Blutkörperchen und so weiter. Hier habe ich Deckblättchen, Objektträger, das habe ich hier. So, dann habe ich... das machen wir am Schluss auf dann. Hier habe ich ein 60er Okular. Das habe ich noch extra gekauft, weil das 100er geht ja mit Öl und Dunkelfeldkondensator habe ich nur einen trockenen. Auf das Mikroskop passt laut Presse dem Hersteller nur ein trockener Dunkelfeldkondensator. So, das hier ist ein Stecker, der gehört dann für die Kamera. Hier sind Pipetten drinnen. Moment. Das nehmen wir auch gleich. Ein Skalpell, das habe ich in einem kleinen Fachgeschäft in der Nähe gekauft. Der Grund war, weil die Klingen gibt es dort einzeln. Im Internet kriege ich immer nur 100 Klingen und 100 Klingen brauche ich ja nicht. Das habe ich mal gekauft, wenn ich mit meinem Kind ein bisschen was Grashalm oder was anderes aufschneide, um unter dem Mikroskop anzuschauen. So, hier sind Pipetten drinnen. Die habe ich auch, falls wir irgendeine Flüssigkeit mit meinem Kind untersuchen wollen. Die sind sogar, also neuer steril, aber jetzt nicht mehr. Habe ich hier eine Pipette. Das kann mein Kind immer brauchen. So. So. Das gehört noch zur Kamera dazu. So. Hier habe ich, das habe ich in der gekauft, das ist eine Stechhilfe und das sind die sterilen Lanzetten, sagt man dazu. So, hier ist dann das Mikroskop, theoretisch inklusive Dunkelfeldkondensator. Schauen wir uns das mal an, das ist eigentlich der Hauptteil. Hoffentlich fällt mir das jetzt nicht gleich runter. Ich werde nachher dann noch unten am Text dazu schreiben, welche Artikel das sind, falls es jemanden interessiert. Das ist aber keine bezahlte Werbung jetzt, wenn ich das dazu schreibe. Wer weiß, ob es überhaupt eine Werbung ist. Wenn es schlecht funktioniert, ist es eher eine schlechte Werbung. So, ich werde euch dann auch noch mit der Kamera auf YouTube dann Bilder von meinem Blut geben und auch noch mal schauen, ob ich eine Verwandte dazu überreden kann, die sowohl Arthrose als auch Krebs hat. Von der würde ich nämlich auch gern das Blut sehen. Ich hätte noch eine Verwandte, die hat schon einen Schlaganfall gehabt. So, das ist die Beschreibung. Ich habe schon ein bisschen im Internet gelesen, da gibt es eine Arbeit über Dunkelfeldmikroskopie, die habe ich gelesen. Es gibt auch ein Buch zum kostenlosen Download über Mikroskopie generell, wo einiges erklärt ist. So, das ist der Dunkelfeldkondensator. Aha. Hier ist das Öl. Eine Sicherung. Ich weiß auch immer das ist. Wer weiß es nicht. So, das sind die Okulare vermutlich. Der Stecker, klar. Ah ja, das habe ich mir auch noch gekauft. Das ist ein Desinfektionsspray. Sicher, ich möchte generell schon hygienisch sein, wenn ich steche. Wobei, die Haut soll man vor dem Stechen angeblich, was ich gelesen habe, nicht desinfizieren, weil sich sonst das Blut, der Bluttropf verändert und die Messung nicht mehr so genau ist. Aber abwischen soll man es schon. So, auch um Seife und so wegzuwischen vorher. Die Frage ist, ob ich es desinfizieren kann, nachher die Seife oder das Desinfektionsmittel gründlich wegwische. Ich kann es ja mal probieren, ob das einen Unterschied macht bei der Messung. So, dann schauen wir mal. Bauen wir es auf. Das ist ja fast schon der Tisch zu klein, so groß wie das ist. So. Da sollte die Kamera reinpassen. Werden wir sehen. So. Werde ich jetzt auch sehen, aber das schaut schon sehr ähnlich aus jetzt vom Aussehen her. Das 100er möchte ich generell runterschrauben. Das brauche ich.
schaut schon gut aus, als ob das passt. Und statt dem der 60er rauf. Weil der Kondenser, der Dunkelfeldkondenser ist auch nur trocken. Und ab 100er Vergrößerung sollte man einen Öl nehmen. Aber ich habe ja dann noch einen Trick mit der Kamera. Also das ist ja jetzt nur 100-fach. Aber hier wird dann noch ein Okular auch drauf geschraubt, ein 10-fach, dann kommt man bis 1000-fach mit dem Ölkondensator. Aber ich werde den trockenen nehmen, den 60er. Dann komme ich 600-fach, aber ich habe dann hier auch noch eine extra Vergrößerung. Schauen wir mal. Das sind die. So. Das werde ich nicht mehr brauchen. Das gebe ich mal da zurück. Die Schachtel werde ich mal aufheben. Wer weiß, was ich da alles brauche. So, ja. 10-fach, genau, das ist 10-fach. Aha, das hält gar nicht fest, sondern es steckt nur so drin. Andererseits brauche ich es eh nicht festhalten. Ich fahre ja nicht herum damit. Blöd ist, dass hier jetzt keine Schutzkappe um ist. Gerade bei dem, was außen ist, sollte dort eine sein. So, 10-fach, ja. So. Das 100er. Okay, packe ich gleich ein und gebe in den Sackerl. Das brauche ich nicht. Zumindest. So, was das Blaue ist, frage ich mich schon. So. Gut. Jetzt schauen wir mal. So. Papier. Ja, den werden wir wahrscheinlich dann umsetzen müssen. Ich werde nämlich die Kamera direkt drauf geben. Ah. Gut. Das hier ist noch ein fürs Auflicht, falls ich ein Auflicht verwenden will. Das kann man da drauf geben. Und das ist meine 14 Megapixel Kamera, wenn es weiß, genau. So, die müsste jetzt aber theoretisch, dann kann man das als eigenes Mikroskop verwenden. Ist jetzt auch, wenn ich noch eine viel größere Vergrößerung haben will, das soll 180-fach gehen, habe ich mal gedacht, dass ich das darauf gebe und so noch auf 180-fach vergrößere. Und so wie das jetzt ausschaut vom Gewinde her, bleibt noch gar nichts anderes übrig, weil irgendwie bekomme ich die Kamera nicht. Dort hinauf. Jetzt passt auch so. Und da oben passt die Kamera rauf. Also damit kann ich dann schon, ich habe es noch nicht ausgerechnet, eine 600-fache, 980-fach. Okay, das heißt, ich gebe das jetzt da drauf. So, und das werde ich nicht schrauben, sondern stecken. Ganz fest. Gut. So, ja. Passt. So, gut. Dann schauen wir mal. Kann man das irgendwie drehen? Ja. So, laut Beschreibung war so, es sollte sogar ein USB-Kabel dabei sein. So, ja. Aha. Jo. Das ist ein Stecker, der englische. Ich habe das zwar nicht in England bestellt,
aber ich mache nichts. Ich habe gewusst, dass da kein europäischer ist. Daher habe ich einen Universalstecker gekauft. Schauen wir mal, ob das passt bei uns auch. So. Hups. Hups. Aha, so. Das geht daher. Das brauche ich nicht. Und das kann ich da reinstecken. Genau. So, genau, so. So sollte das dann in die Steckdose gehen. USB-Kabel ist da jetzt natürlich keins dabei. War zwar in der Beschreibung drin. Ja. Aber macht nichts, ich habe sogar noch eins da bei meinen Kabeln. Habe ich extra vorgeschaut, falls keines dabei ist, ob ich eins habe. Und das ist noch die Fernbedienung für die Kamera. Ist eine HD-Kamera, 14 Millionen Pixel hat das, glaube ich. Und wobei, wenn es bei HDMI und bei Speicherkarte ist irgendwas ein bisschen höher die Auflösung als bei USB, aber ich werde es mal mit USB, per USB mit dem Computer verbinden. So, gut. Das war jetzt einmal das im Groben. Wir werden uns dann sehen, wenn ich eine Blutaufnahme mache. Darauf freue ich mich schon. Dann bis bald.